Das muss doch auf Video festgehalten werden. Hammer, Alter. Der hat auch noch die Riesenwale, Alter, von Nick hier rumwuseln. Ne? Das finde ich auch echt cool. Also mittlerweile herrscht hier ein echt angenehmes Vertrauen auf dem Server. Das finde ich super, Alter. Ey, Hammer. Bitte? Ja, absolut, Alter. Damit terrorisiere ich mittlerweile das Volk. Also, wenn schon, denn schon, ey. Wenn er meine bewegten Bilder ertragen wollt, dann müsst ihr auch mein Gequatsche, ne? Mitnehmen. Aber läuft. Ach, hier ist auch Goku, Alter. Geil, und die sehen ja voll schnuggelig aus, die kleinen Mistviecher, aber, Alter. 223, 223 auf jeden, ey. Cooler Scheiß. Geil, oh. Hat auch gerade gefuttert. Da hinten steht noch Papa. Und haben sich auch eine echt schnuckelige Basis hier zusammengebastelt, Alter. Eine kleine Ritterburg hier, weiß der Geier. Nett. Geil, oh, die zwei Hübschen. Kann man nicht anders sagen. So, ey, was der Chat jetzt schon wieder am Längen ist, Alter, ich kann das nicht haben. Di Oh, Wasserburg finde ich auch ganz geil. Hat sie sich einen Tech-Replikator gemacht, das Miststück läuft bei ihr. Nick, die Drecksau, hat sich auch erstmal so einen Transmitter schlauerweise ins Wasser gestellt. Damit kann er jetzt richtig fleißig seine bescheuerten Wasserdinos und so über die Server schicken und fleißig handeln etc. pp. Echt dreist, Alter, ey. Vorher musstest du ja noch an die komischen Unterwasser-Drops, wie ihr gesagt habt, ne? Das Problem hat er jetzt nicht mehr. Echt cool. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen unfair, Alter. Ab einem gewissen Punkt, so auch ein Food etc. pp., kannst du dich so auf deinen Lorbeeren ausruhen und brauchst eigentlich kaum noch Arbeit in das Spiel zu investieren, weil du einfach diese ganzen scheiß mutierten Viecher verkaufst. Wenn du dir dann noch so einen Transmitter da in die Basis stellst, Alter, und zwischen den Servern die Dinger hin und her schicken kannst, ey, dann hast du ausgesorgt rein virtuell relativ, möchte ich behaupten, ne? Aber läuft. Mann, wie viele Tintenfische habt ihr eigentlich mittlerweile, Jungs? Zwei sehe ich da rausragen. Ich glaube drei, vier oder so, ne? Nicht schlecht, Alter. Habt ihr jetzt zum Wochenende auch noch mal zwei reingepackt oder so? Ach so, die sind auch immer noch natürlich, wie mein Scheißvieh, ist ja klar, ja. Boah, das macht auch wieder Spaß, wenn da drei anstatt so einen jämmerlichen 1% auf Prägen steht. Ey, geil, die Quetze sind ja auch mittlerweile groß, Jungs, oder sind die noch heranwachsend, ey? Nee, die sind ausgewachsen, nicht schlecht, geiler Scheiß, ey. Wow, ey, der grün-pinke T-Rex halt sieht auch geil aus, Alter. Ich habe heute noch einen rot-pinken rausgedrückt, der sieht auch super cool aus, ey. Und ja, die sind mittlerweile recht groß. Und du, Mausi, siehst echt ein bisschen. Boah, kein Bock mehr aus. Na. Wie zur Hölle kriegt ihr die Viecher eigentlich hier raus? Ey Jungs, ich habe mir auch jetzt einen doppelblauen Terizino bei Food noch gegönnt. Habe ich Zwillinge im Becken, ne? Der hat dunkelblau auf dem Rücken und einen hellblauen Bauch, Alter. Voll gut. Und ich habe auch den Deutsch Terizino
Also den habt ihr ja vom Food anscheinend, ne? Ja. Habe ich mit einem blauen kombiniert, weil ich dem noch einen blauen Bauch gönnen muss. Wollte, ist völlig schief gegangen. Das Rot und das Schwarz komplett verloren gegangen. Ich dachte mir auch, wenn ihr eh die Deutschen habt, Alter, hole ich lieber noch ein bisschen Blau, dann kann man später noch kombinieren, relativ, aber verkackt. Geilo. Habt da mit den beiden ein Ei gemacht, Jungs? Also mit dem 52er jetzt und den 271er oder was habt ihr da im Becken schwimmen? Oder habt ihr von Carp eine ausgeliehen? Machst du mir einen Tresor gerade auf oder so, Mikey? Weiß ich gar nicht, Alter. Nee. Oh, das ist nichts verschollen gegangen, Gott sei Dank, ey, läuft. Warte, ich muss mal gerade den Drachen ranholen, habe ich doch noch bei dem im Arsch sitzen. Ich muss jetzt leider dein Dingern zumüllen. Relativ ein bisschen räume ich mal auf. 200 Metall habe ich dann jetzt auch dabei. Boah, dass wir da schon mal fertig sind. Ey, kann ich immer noch nicht laufen oder was? Läuft, ey, leck mich. Was ist denn jetzt hier noch so schwer in meiner Tasche? 1900 Boli wiegen dann doch schon ganz gut. Läuft. Kann ich mich wieder bewegen? Ey, das ist ein neuer Rekord des Schleichens. Guck mal, Rosi. Das muss unglaublich geil aussehen, ey. Ich finde das ja immer voll super, wenn du in diesem Slow-Motion-Modus unterwegs bist, wenn du zu schwer bist. Ey. Wenn du das dann so von außerhalb siehst, ey, wieder dann so in Zeitlupe rennst. Das ist echt geil, du. Ach, das Giga-Ei wiegt natürlich auch 40 Kilo schwer, natürlich. Packe ich schon mal in den Drachen. Das futterst du ja nicht, mein Süßer. So. Die Giga sind auch noch die vom letzten Wochenende mal nebenbei, ne? Zu eure zwei Großen da, ey, krass. Ey, das ist unglaublich, dass die Quetz aber schon ausgewachsen sind. Das wundert mich, Alter. Ich dachte, die sind auch auf Giganiveau. Die sind aber auch erst seit einem Tag oder so, wenn es hochkommt, fertig, ne? Ah, okay, läuft. Nicht schlecht. So, das sind jetzt, lass mich nicht lügen, 1800, 1900 Poli habe ich euch dann jetzt schon mal mitgebracht. Die 200 offenen Metall noch. Und 2500 Poli bringe ich dir dann jetzt noch fürs zweite Ei rein. Was sagst du dazu, Mai? Was sagst du dazu, mein lieber Mai? Findest du das in Ordnung? Ich sag, 2500 Poli bringe ich dir dann jetzt noch fürs zweite Ei hinterher. Aber alles im Rahmen dann. Oder wolltest du noch ein paar Inks vielleicht drauf? Wäre auch nicht das Ding. Okay, alles klar. 1900. Warum? Ja, okay, ihr habt auch direkt luxuriöserweise den Berg hier vor der Tür, Alter, ne? Ey, das ist auch furchtbar, muss ich sagen, Alter. Rein grafisch ist das auch einfach nur so schäbig anzuschauen, Alter, als wenn wir hier wieder auf dem N64 unterwegs sind, ey. Kacke. Apropos. Hey, wie fightet eigentlich der Teutus, Alter? Hast du da auch so eine stinknormale Schlagattacke oder umwickelst du die dann immer und saugst dir in die Nahrung da aus? Ey, hab ich auch noch gar kein Das geht leider Bild nicht im vor. PvP. Was denn? Du hast auf LT hast du eigentlich den Greifmodus. Ja. Der ist aber auf PvP nur noch Interessant, ja. möglich und
Haust du einfach drauf, ne? Tintenwolke und Ja, direkt ja. einen vorne. Okay, läuft. Edge extrem im Range, Alter. Kannst du an Strandbahn schwimmen und alle da drüber An dem Strand auch rumläuft, auch nicht schlecht, ja. ganz witzig. Ey, da hast du auch keine natürlichen Feinde mehr, Alter, mit so einem 207er nicht mal ansatzweise, Alter. Naja, Problem ist halt wirklich nur bei den Nur die Sch 207ern. Ach so, ja, Bei eben nur die 200ern beschissenen Dinger, ist Alter, die ne? Range schon mal erst wieder drin. Da ist die Range schon so. Ja. Aber ansonsten benutze ich die gar kein Thema mehr. Also einfach so. Ach so, ich wollte gerade sagen, ob du die dann eigentlich auch damit packst, aber da haust du ja auch nur dann drauf, Alter, ne? Theoretisch könntest du die ja, wenn das Packen gehen würde, Alter, festhalten, vom Oktopus runter, niederschießen, zähmen, Alter, ne? Also rein in der Theorie, wenn sie das nicht abgestellt hätten. Vielleicht haben sie das auch genau deswegen. Ja, schade. Das wäre auch einfach so vom Gameplay mal ganz lustig gewesen, sich so Moser zwischen den also Tentakeln zu schieben, Alter. So, hallo, wer bist du denn? So, besorge ich jetzt auf den Rückflug noch ein bisschen Fleisch. Pack das Giga-Ei, Alter, in das Breeding-Teil, ey. Das muss ja auch schon wieder 24 Stunden erstmal durchbrüten, ey. Wahnsinn. Da habe ich mich auch voll verschätzt, das letzte Wochenende, wo ich das von euch noch geholt habe. Ey, ich hatte vor, den sehr viel eher in die Welt zu scheuchen, aber der hat ja ewig gebraucht, bis das Ei überhaupt mal ausgebrütet ist. Ich glaube, Sonntagmorgen zusammen mit dem Tintenfisch habe ich die dann beide losgeschickt. So fast in der Heimat wieder. Oh, meine Ausdauer ist so gut wie im Eimer. Oh, da sind drei Brontos auf einen Streich. Da müssen wir jetzt ja mal rein schnabulieren. Hallo, ihr Süßen. Wenn ihr teilweise echt ungesund für meinen Drachen seid, Alter. Manchmal machen die einen Schaden direkt hier. Ja, ihr Wems hier auch schon echt wieder rein. Oh, jetzt kommt ihr Bro doch noch angelaufen. Jetzt wird es ein bisschen tricky hier. Beruhigt euch, ihr Süßen. Und der ist doch jetzt schon so gut wie im Eimer. Alter Schwede! Okay. Wir brechen ab. Wir brechen ab, Alter. Sieb. Ey, relativ, Alter, die drei sind gerade echt böse drauf. Ey, ich bin auf ein Drittel meiner Energie. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Habe ich auch noch nicht gehabt. Ich schäme mich auch gerade schwer, aber. Okay, ihr habt gewonnen, Jungs, Mann. Der Rückzug. Ja, erstmal direkt auch noch mal Endstream live hier blamiert, Alter. Läuft. Aber okay, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, nachdem du das rausgehauen hast. Jetzt muss der Drache wohl sterben und ich, Alter. Rein aus Prinzip. So, aber nee, geht noch alles gut hier. Aber ich bin mittlerweile unfassbar vorsichtig, vor allem wie so mit so Unikaten wie den Drachen und Co., Alter. Oh, der hat mir arg, Alter, zu oft in den Arsch getreten, wenn man wieder eine Sekunde dann doch zu übermütig war. Der da hinten ist schwer auf der Flucht, ne? Ja, genau, mein Süßer, komm noch mal an den Start hier. De.
So, den kleinen Mini-Elefant nehme ich noch mit. Was für ein Kühlschrank. Ah, ja. Ich komme jetzt. Ja, ich bin auch auf dem Rückweg, schon hier bei unseren verhassten Frostwölfen, die ja nicht mehr da sind. Hey, lustig, ich habe die noch letzte Woche, Alter, bei Seki in der Base auf einmal Marcel dann rumwuseln sehen. Ich flieg so bei Sekis Base, sehe da so zwei Leute. Ich so, stalken wir mal Menschen. Fliegt da so runter, steht auf einmal Marcel vor mir. Ich dachte, ich guck mich richtig, als wenn du so einen Geist siehst, Alter. Auch schon so, oh komm, verpisst euch doch endlich vom Server. Tada! Ein bisschen Metall fliegt jetzt hier noch überall rum. Ich finde, also einen Bug finde ich ja echt lustig, ne? Also die in der Luft schwebenden Dinosaurier-Tore und Behemoth-Gates, das sieht teilweise echt stylo aus. Ich muss aber auch sagen, geile Sache. Wenn es natürlich verkackst, schon ein bisschen ärgerlich, aber das ist echt das Mindeste, das Arc, das mittlerweile automatisch löscht, weil kein Spieler irgendwie auf den Servern dahinter herrennt und den ganzen Scheiß mal abreißt, der dann abgelaufen ist. Das fickt einfach nur die Connect und so weiter und so fort. Was weg ist, ist weg und das ist auch echt gut dann so. Meinst du, Sufo? Gottchen, Alter, ey, dann jagen sie dich mit Mistgabeln und Fackeln durchs Dorf, ey, ich meine über die Insel, Alter, wenn das rauskommt. So, mit dem Drachen wieder in der Heimat angekommen. Läuft. Dann werfen wir mal direkt das Giga-Ei, Alter, in die Brutanlage rein. Oh, mal gucken, was die Viecher so. Oh, vor allem habe ich ja auch noch jetzt ein paar Spinos hier und so rumstehen. Die sind ja noch recht frisch, da müssen wir mal aufpassen. Mann, den geht es ja richtig gut, den Spinos noch, ey. Der rote noch mal, ach, der schwimmt hier mit im Becken. Ey, wie die Dinosaurier oder was, Jungs? Alter, aber oh, jetzt habe ich natürlich auch, Jungs. Entschuldigung, aber ich habe schon wieder den Kentro natürlich vergessen, ne? Kacke, ey. Mittlerweile bei Dino Cap habe. Boah, wir sind noch recht bescheiden unterwegs. 144. Gerne. Auf jeden, ey, mein Schatz kommt gerade jetzt mit Erdbeertorte um die Ecke. Muss ich jetzt auch mal gönnen, ey. Ich bin dann auch, glaube ich, erstmal raus für heute wieder, Jungs. So. Oh, da habe ich mir von Food eingeholt. Oh! Jungs, ja, also zumindest glaube ich, dann könnte ich ein paar Eier einsacken. Muss mal gerade gucken, was der von Food ist. Dann eben das männliche oder weibliche Gegenstück sage ich auf jeden Fall nicht nein. Wenn er dem eh schon wieder einen Kopfschuss verpassen wollt. Aber das macht auch so einen Spaß, ey, ne? Muss man ja wirklich lassen. Ey, Dinosaurierbabys wegzuballern ist auch ein unglaublich makabrer Spaß, muss ich sagen. Da habe ich gestern mich dran angefangen zu gewöhnen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo der steht. Das kann man eigentlich mit den Iguanodons zähmen. Ich habe einen weiblichen. Wenn er einen männlichen für mich übrig lässt, wäre cool. Oh, die sind natürlich ganz lustig. Ich habe mich voll erschrocken, als sie angefangen haben zu blinken, wenn du die auffällt. Ich glaube, die heilen sich oder ihre Umgebung oder so ein Kram. Ne? So kleine Hälse da aufblinken. Voll lustig. Echt? Das Ende vom Lied ist, wenn du so ein Vieh neben deine stellst, dann lädt der deren Energie auf, oder wie muss man sich das vorstellen? Interessant. Also für die Schweinchen dann, ne? Interessant, Alter. Arg ist schon geil.
So, na gut, Viechern geht's gut. Alles dufte. Ich wünsche euch dann erstmal noch einen schnieken Freitagabend, Jungs, Alter. Habt ja nicht so viel, bei dem ich Ja, jetzt Glück wünschen muss, was großartig überlebt. Scheint ja alles über dem Berg bei euch zu sein, ne? Läuft. Bei uns relativ auch. Ey, das ist auch so schön, dass der Giga und der Squirt jetzt nochmal in diese zusätzliche Breed-Woche reingerutscht ist. Super, ey. Naja, Jungs, wie gesagt, einen schnieken Abend erstmal. Wir hören uns morgen mal wieder, ja? In aller Frische. alles klar, mach's gut. Macht's gut. Dann bis morgen. So. Das ist ja oben drauf, ey. Ende vom Heat ist, die schenken uns jetzt noch endlich einen Iguanodon, Alter. Irgend so ein Food. Aber wie cool, der Gammgrün leuchtet. Mach ich jetzt eigentlich? Ich bin erst mal hier, dreimal hier. Auch relativ fett. Du hast. Leer gemacht, warum? Leer gemacht und damit hast du alles verteilt. Ja, stimmt. Also hast du alles davon verteilt. Relativ. Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal gleich auch. Also bei zwei, ey, ich komme jetzt gerade wieder, der ganze Spino hat immer noch einen Arsch voll Dingen, ich war jetzt alleine. Guck mal hier, erst mal rein zu uns her. Stand 6. Wir machen jetzt nochmal den Zuwendungskram, das ist jetzt, glaube ich, die Spinos haben. Immer natürlich. Bitte. Oder so gerechnet. Jetzt hat es mir kurz zur Hoffnung gemacht, wurde vielleicht die Uhr mal wieder umgestellt. Auch nur wieder so eine. Warum bekommt das wieder jetzt? Drachen noch in oben backen hier. Oh, das habe ich, da habe ich aber richtig. Oh Mann, oh! 300 Metall noch im Drachen. Ah, geil, sein Boot und so, ey. Mach mal auf. Na, ne? Oh, interessant. Aber auch mal fake.
Alles war kackt. Oh, ich schlucke die gerade. Hart, Alter. Ey, war ja, wie das jetzt gekostet hat. Die Mufflon wird sie heißen, Friede. Wo kennt man das denn nochmal weg, Alter? Sind das nicht die Augendinger? Nein, aber ey, das Boot sieht echt schwer geil aus. Vor allem die schwarze Lederbank und so ein Kram, ey. Wahnsinn, Mann. War echt schwierig. Der macht da absolut. Wohl nichts falsch mit, ne? Oh, einfach mal aussieht, Alter, wie frisch gekauft und neu aus der Fabrik, Alter. Warum schreibt der denn da nicht mehr? Ist auch egal. Diskriminiert mich! Freunde, Mücke reingeflogen. Echt? Komm, und davon, weil du den Deckel davon immer verlierst und wegfahrst. Ja, hast du leider recht. Wenn ich jetzt machen, Trigon und... Escher sind dran. Adia. Oh Gott, ey, was mit den Beinen? Ja, ja. Aber dann bist du wahrscheinlich. Na, erstmal. Einfach nur schießen. Wahnsinn und so, ey. Okay. Ja klar, das war vielleicht um 10 aller Stunden. Bist du da zumindest so? Oh,
Wenn wir alle Finger weg machen. Dann auch bei. Einstellen. Aufgeschießen wird jetzt getunen. Machen wir drauf.